Hallo mein Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur Sonntagsfolge World of Warcraft. Mein Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, ich nehme heute das erste Mal World of Warcraft auch in 4K auf. Das heißt, unheimliche viele Datenmengen. Wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen wollt und wenn ihr auch einfach mal oder wenn euch das YouTube nicht vorschlägt, dann schaltet bitte mal um auf 4K. Und auf der rechten Seite sollte dann so ein Zahnrädchen sein. Und dann bin ich mal gespannt, ob das grafisch wirklich was ausmacht. Ich habe festgestellt, ich sag mal, von der Datenmenge ist das viel, viel mehr. Also ein Video so zwischen 30 und 45 Minuten knallt man hier die halbe Festplatte voll. Und das sind wirklich mittlerweile Datenmengen. Das ist abartig. Aber nichts ist gut genug für euch. Und das möchte ich hier nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen. Und zwar habe ich mir da vorgenommen, jeden Sonntag versuchen wir mal so ein 4K-Video zu machen. So, mein Lieben, wir gucken mal. In der letzten Folge durften wir den Schlund verlassen, haben aber unsere ganzen Allianz dort unten zurückgelassen. Also ne, auch der Anduin Vryn, der hat mal wieder ein paar Ketten um den Hals gelegt bekommen, beziehungsweise links und rechts am Arm. Wir sind gerade so über dieses Portal, das eigentlich so gar nicht mehr zum Aktivieren geht, sind wir dort entkommen und sind hier in Oribos gelandet. Ich glaube kaum, dass wir zu Level 60, also ne, wir sind schon Stufe 53, dass wir bis Level 60 die Story komplett hier durchmachen. Das glaube ich nicht. Unser Ziel ist aber in dem Projekt, von Level 50 bis Level 70 aufzusteigen. Das ist mal das Hauptprojekt. Und das heißt, wir konzentrieren uns danach auch auf Dragonfly, ne? Auf das letzte DLC, was hier rausgekommen ist, oder das letzte Add-on. Und dafür nochmal vielen, vielen Dank alle, liebe Niu, für das Sponsoring dieses letzten Add-ons. Herzlichen, herzlichen Dank. Ich habe es nämlich geschenkt bekommen, habe sie extra gefragt, ob ich sie erwähnen darf. Alles kein Problem. Vielen, vielen Dank nochmal dafür an dich. Liebe geht raus. Herzlichen Dank. So. Also, da gehen wir mal vor. Unsere erste Mission ist hier, unsere erste Quest. Findet einen Weg in das Innere von Oribos und findet heraus, was dort vor sich geht. Versuch zu kommunizieren. Da bin ich mal gespannt, ne? Jetzt bin ich mal... Ihr kommt allein am Rand einer merkwürdigen Stadt an und wisst, dass die Anführer Azeroths immer noch im Schlund. Das hatte ich ja gerade eben gesagt. Und wir müssen... Entweder müssen wir hier Versteigerung holen in der Stadt oder vielleicht irgendwo anders hin. Warten wir es mal ab. Auf jeden Fall versuchen wir in diesem Playthrough Richtung Stufe 70 keinen Dungeon mitzunehmen. Wir versuchen wirklich hier so viel wie es geht, so ein bisschen Story mitzunehmen und nochmal Ausrüstung kontrollieren und so weiter und so fort. Was hat sich denn geändert? Was hat sich getan? Und so weiter und so fort. Wenn ihr auch die Add-ons sehen wollt oder wissen wollt, mit denen ich hier spiele, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare und dann kann ich die euch, ich weiß nicht, ob man die hier verlinken kann oder so. Ich kann es auf jeden Fall niederschreiben. So viele sind es ja nicht. Ne? So, wo bin ich? Bin ich aus dem Schlund entkommen? Davon müssen die Aufseher sofort erfahren. Alles klar, hier gibt es Aufseher. Warum seid ihr so groß? Ne, Moment, warum bin ich so klein? Oh Gott. Komm mit uns, das ist nie gut. Warum kann ich hier nicht reiten? Doch, kann ich. Okay, Gas. Das ist doch garantiert das Innere von Oribos. Ach, guck du mal an, hier kann man... Ich wollte gerade sagen, hier kann man doch das Mount nicht benutzen, oder? Ne, kann man nicht. Die Berichte unserer Seher sind eindeutig. Oh, okay. Er hat kurz gebetet, als hätte er auf eine Veränderung reagiert. Ja, wahrscheinlich, weil wir dort geflohen sind. Sicher ein schlechtes Omen. Was kann das bedeuten? Ja, wir sind entkommen. Aufseher, dieser Fremdling ist am Stadtrand aufgetaucht. Ich glaube, es ist ein lebendiger Sterbling. Nein, nein! Also, die Quest hätten wir soweit geschafft. Noch eine unerwartete Entwicklung. Wir bereiten den Empfang vor. Brauchst du nicht, keine Umstände machen. Ich brauche nur eine Kleinigkeit zu trinken, vielleicht ein Bett und dann geht der Spaß schon weiter. Habt ihr hier das Sagen? Wo bin ich denn hier? Ah, guck mal, die ersten 12 Kohlen. Sehr schön. Die Aufseher möchten mehr darüber erfahren, wie ihr aus dem Schlund entkommen seid. Und hier oben gibt es doch riesen viel Story dazu. Wahnsinn. Das Schicksal. Ja, die machen sich halt auch Gedanken, wie man das schafft aus dem Schlund raus, dass man hier halt direkt in Oribos landet. Hä? Ja, ich bin im Schlund entkommen. Oh! Jeder Diener in Oribos lernt, dass der Schlund undurchdringlich ist und dass seine bösartigen Seelen für immer eingeschlossen sind. Diese Flucht bedeutet vielleicht, dass das Gefängnis schwächer wird. Dann könnte der Verbannte. Kadelen, Kasher, gelobt sei die Vorsehung. Endlich regt sich die Richterin. Okay, ja. Das heißt im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind
wundersame Neuigkeiten, geehrte Stimme. Gerade gab es eine Störung am Rand. Das ist auch dieses Wesen. Dieses Wesen auf, das angeblich dem Schlund entkommen ist. Ein lebendiger Sterblicher. Ja. Seine Anwesenheit hier ist Vorsehung. Wenn die Richterin darauf reagiert hat, ist das vielleicht der Schlüssel zu ihrem Erwachen. Alles klar. Hört die Worte. Ist der Sterbliche solch einer Audienz würdig? Es könnte ein Spion des Kerkermeisters sein. Genau, jawohl. Die Richterin urteilt über Seelen, Kascher. Nicht wir. Ich werde unseren Gast zu ihr bringen. Mit ihrer Stimme habe ich gesprochen. Alles klar, also dann müssen wir weiter. Gesegnet sei ihre Stimme. Also die hören auf noch eine höhere Stimme. Und die hier kommen alle von der. Okay. Vertraut auf die sogenannte Richterin. Deshalb wird wahrscheinlich die Richterin sein, ne? Aber wir müssen dann erstmal noch ein Stück laufen. Die Stimme der Richterin wünscht, dass ihr euch ihr in der Kammer der Richterin anschließt. Okay. Warum muss man immer zweimal die Quest anwählen? Ich schließe mich euch an. Das ging ja schnell. Kann man nicht nochmal überlegen oder so? Gar nichts. Wir schließen uns an. Alter, was ist denn das? Das ist die Richter. Was zum Geier? Guckt euch das an. Klar. Tretet vor und lasst. Was ist das hier für ein Ort? Sie bleibt unverändert. Still. Reglos. Bei eurer Ankunft in Oribos hat sich die Richterin das erste Mal seit vielen Zyklen bewegt. Ich hege die Hoffnung, sie erwacht und folgt wieder ihrer gesegneten Vorsehung. Na, da bin ich mal gespannt, ob die tatsächlich erwacht. Die ist ganz schön groß. Worte können die Glorie von einst nicht erfassen. Tretet vor, damit ich es euch zeigen kann. Okay. Also hier außenrum sind... Gut. Zahllose Äonen lang herrschte in den Schattenlanden perfekte Ordnung. Mhm. Unendliche Nachleben mit Oribos, der ewigen Stadt, als strahlendes Herz. Alles klar. Das war ja nicht alles schlecht. Jeder Sterbliche kam vor die Richterin. Aha. Und in ihrer ewigen Weisheit erlebte sie jeden Lebensaspekt einer Seele. Das ist ja geil. Mit diesem Wissen ließ sie jedem das Nachleben zu, das er verdient hatte. Bis eines Tages... Da kommt was Rotes. Das ist ein Virus. In diesem schrecklichen Moment wurde unsere Ordnung zerschmettert. Und so kam es, dass allen Seelen, gütig wie grausam, ihr gerechtes Nachleben verweigert und sie stattdessen zu ewiger Folter in den Schlund, verdammt werden. Boah, okay, krass. Geile Story, geile kleine Story. Jetzt reisen die Seelen voller Anima direkt in den Schlund. Alle Versuche, sie zu stoppen und die Richterin erwachen zu lassen, waren vergebens. Das verstehe ich. Verstehe ich gleich. Die Schattenlande befinden sich ohne Anima im Griff der Dürre. In dieser Isolation, also, ja, okay, ich bin bereit zurückzukehren. Und Unsicherheit ausgebreitet. Das denke ich mir. Also, das heißt, die müssen wahrscheinlich wiederbelebt werden, diese verschiedenen Anima-Stränge, wie ihr das gerade eben gesehen habt, die wurden dann unterbrochen und ich schätze mal, vielleicht ist es dann tatsächlich so, wenn alle Anima-Stränge wieder aktiviert sind durch die Inseln außenrum. Guckt mal, Oribos in der Mitte. Und das sind halt diese ganzen Inseln hier außenrum. Und vielleicht haben diese vier Inseln, vielleicht, ne, haben diese vier,
bündeln ihre Stränge direkt in der Mitte in dieser strahlenden Stadt oder der ewigen Stadt Oribos. Und vielleicht ist es dann so, dass wir die Richterin wieder zum Leben erwecken dürfen. Genau weiß ich es nicht. Wie gesagt, ich glaube, wir werden auch die Story hier nicht komplett erleben. Vielleicht später mal. Vielleicht machen wir die Story dann komplett später mal. Ne? Okay, die Audienz waren wir. Bringt das Fragment des Helms der Herrschaft an der Konsole an. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Na, dann los geht's. Die Vorsehung hat euch hergeführt. Wir müssen uns wahrscheinlich... Okay, alles klar, wir müssen das Ding hier herstellen. Guckt mal, das sind die vier. Ja. Da kommt einer, oder? Klar. Bolva. Mir Fremde? Was habt ihr nur getan, Sterbliche? Wir haben sie gerufen. Haltet ein. Ich bin Bolva Vordragon. Diese Ritter und ich möchten helfen. Die Berührung des Schlunds lastet auch auf ihm. Aber wenn sie sich seinem Einfluss entziehen konnten, können sie uns vielleicht helfen. Sag ich ja. Also, findet ihr raus, ob das funktioniert. Und hier seht ihr, ne, das erste Fragment. Und so wie es aussieht, müssen wir an dieser Tafel wahrscheinlich alle vier Fragmente anbringen. Guck mal. Und dann ist vielleicht diese Kraft wieder hergestellt von Oribos. Aber das sehen wir mal. Das ist, ich glaube, da geht es hier die Story. So, jetzt reden wir mal mit Bolva. Wir haben noch nichts gemacht, ne? Und wir kriegen hier wirklich Kohle ohne Ende. Und wir haben Stufe 4, unglaublich. Errichtet Portale, die nach Azeroth führen. Okay. Noch die ihr wollt einen Weg zurück ins Reich der Liebenden öffnen? Ja. Meine Güte, Oribos ist jetzt schon voll genug von Mittlern, die hier jeden Tag eintreffen. Na komm. Na, na, Kasher, seid gastfreundlich. Sterblicher, ich schlage vor, ihr errichtet die Portale dort, wo ihr angekommen seid. Oder Stadt. Vor der Stadt. Alles klar, machen wir. Wie ihr wünscht. Champion, sagt bitte, wo unsere Akolyten die Portale öffnen sollen. So, jetzt müssen wir die hier höchstwahrscheinlich anwählen, ne? Was geht's? Genau, komm, gehen wir nach draußen. Alles klar. Also die Akolyten, die können selbst ein Tür und Tor öffnen von, ich sag mal hier von, ja, das ist eigentlich ja die Stätte der Seelen oder die Stätte der Toten, muss man ja sagen. Selbst von da nach Azeroth zurück funktioniert alles. Funktioniert alles. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Das weiß ich alles gar nicht, das ist alles viel zu lange her. Wie gesagt, ich habe es nur ein oder zweimal soweit bisher gezockt. Sehen wir gleich. Na, passt auf. Ah, vielleicht in der Mitte gleich, hä? Obwohl, das müssen ja zwei sein. Ich höre zu. Fürs Erste. Ich habe schon zahllose Portale geöffnet. Aber nie eins als Verbindung zwischen zwei Ebenen der Realität. Das sage ich doch. Ich hatte gedacht, der Tod ist das Ende. Aber hier ist er offenbar eine Macht, die Neuanfänge ermöglicht. Das ist ja schön. Das sieht sehr gut aus. Das sieht echt, echt gut aus. Das ist das Portal nach Sturmwind, meine Lieben. Das ist jetzt auf. Und hier ist dann das Portal wahrscheinlich nach Orgrimmar oder so, ne? So, jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Da werden wir gleich mal mit dem Reittier so ein bisschen schneller reinreiten. Und ihr seht mal, wie krass schnell das geht, wie hier die Zeit wieder vergeht. Ist unglaublich. Gut, hätten wir geschafft. Klar, gehen wir mit. Besichtigt die ewige Stadt Oribos. Machen wir doch gerne. Ach, jetzt dürfen wir selber laufen. Alles klar. So, jetzt müssen wir uns erstmal nochmal ganz in Ruhe die Quest durchlesen. Ich scroll das immer mal viel zu weit weg und viel zu schnell weg. Aber ihr solltet euch mit der ewigen Stadt vertraut machen und wie man sich dort fortbewegt. Wir dienen Oribos als Verwalter. Okay. Okay, viele Händler sind ehrenvoll, gewissenhaft und für alle Schandtaten zu haben. Es kostet halt einen Preis.
Das ist der abgesandte Bashak. Okay. Kenne ich nicht. Werden wir bestimmt noch kennenlernen. So, was ist hier? Sieht aus wie eine Schmiede, hä? Das hier ist ein Bazar-Verkäufer. Ach, der verkauft uns den ganz normalen Stuff, den wir dann zusätzlich brauchen. Handelskoordinator. Das ist wahrscheinlich hier hinten Obi-Wan Kenobi. Okay. So, hier gibt es nichts, leider. Hier drüben auch nicht. Hier hätten wir noch einen Bazar-Verkäufer. Oh, der verkauft uns anderes. Ein ziemlich schwaches alkoholisches Getränk. Ah, okay, die hier haben Durst. Gut, ist okay. Können wir hier irgendwas... Hätten wir hier wenigstens eine Schmiede? Könnten wir hier schmieden? Nee, ne? Sieht zumindest nicht so aus. Gut, gehen wir zum nächsten. Aufseher. Das hier ist ein Aufseher. Oh, ein leeren Lager. Aha, der Transmogrifizierer. Die sind alle hier. Wie kann ich helfen? Und was ist dieser Bazar? Hier haben wir ein paar der etwas exotischeren Angebote. Meine Kollegen und ich haben uns darauf spezialisiert, exotische Tiere zu beschaffen und zu halten. Außerdem erhaltet ihr Zugang zu dem, was ihr als leeren Lager kennt. Und ihr könnt hier zudem eure Transmog ja, wirken. Darüber hinaus kann ich euch meinen guten Freund, was Tavisage da drüben, kann der euch helfen, euer Aussehen zu verändern. Alles klar. Dieses Reich bietet was bist denn du für ein Reittier, bitte? Das ist nicht eine gezähmte Kreatur. Ja, so siehst du auch aus. Weiter ist mir schlicht. Okay. Hier gibt es den Haustierhändler. Das ist okay. Aber einen Reittierhändler gibt es nicht. Hä? Ein Erscheinungswerber. Was bist denn du? Okay. Was? Wir bringen eure Gesichtsbehaarung in Form. Da muss man sich hier draufsetzen. Ich glaube es gar nicht. Okay, das ist wie so ein Friseur. Das ist echt wie so ein Friseur gemacht hier. So, wie gesagt, Lernlager, Transmogrifizierer. Hier drüben, der ist nix. Das ist ein sogenannter Raritätenhändler. Schauen wir mal rein, was der so hat. Ein Torsteuerungssplitter. Okay. Meeresnebeltrank. Verwandelt den Trinkenden in eigene Wolke. Was langsam im Fall. Und das Schweben über Wasser gewährt. Das ist ja cool. Ihr habt ein Schnäppchen gemacht. Cool. Gut, dann laufen wir mal weiter. Sind wir hier soweit durch? Also, wir waren hier mal beim Friseur. Hier dürfen wir unser Reittier benutzen. Ich benutze nie dasselbe. Also, ich glaube, das habt ihr schon in den ersten beiden Folgen bemerkt, wenn wir mal Reittiere benutzen durften. Ich habe das so hier, dieses zufällige Lieblingsreittier, weil ich habe so viele von dem Zeug. Das ist unglaublich. Ihr habt meine volle Aufmerksamkeit. Ja, wir machen es gleich zum Heimatort. Das ist klar. Danke, dass ihr mich so freundlich in eurem Gasthaus willkommen heißt. Besucht den Gastwirt. Okay. Immer ein Vergnügen. Immer ein Vergnügen. Da oben geht's weiter. Guckt mal. Da ist ein Schicksalsschreiber. Was macht denn der Schicksalsschreiber? Oh Gott, was ist denn das hier? Boah, schaut euch mal das an. In dieser Stadt, die ist ja riesig. Hier geht's ja übel weit runter. Und dann weit hoch, das ist schon klar. Krass. So, der Blick der Richterin. Was ist das für ein Ort? Dies ist ein Prüfstein der Geister, die entfesselt wurden. Der Schicksalsschreiber scheint euch einen Moment lang zu mustern. Ich spüre eure große Macht, Champion. Obwohl ihr wieder und wieder mit dem Ende eurer Existenz bedroht wart, hat euch diese Kraft fest an die sterbliche Ebene gebunden. Vielleicht können Geräte wie dieses euch an die Schattenlande binden, wenn ihr einmal in Schwierigkeiten geratet. Die Vorsehung wird das entscheiden. Sie ist unser Weg. Alles klar. Möge die Vorsehung euch leiten. Ja. Die Vorsehung unserer Ausrüstung und ein paar Talentpunkte. Aha, hier kommen wir nicht weiter. Müssen wir dann innen. Ich glaube, wir müssen innen rein, oder? Gucken wir mal auf die Karte. Da. Also hier raus. Okay. Moment. Entschuldigung. Also wird wirklich nicht mal gekämpft. Ich denke mal, das werden wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder machen. Heute dürfen wir mal ganz in Ruhe hier erkunden. Also wirklich ganz in Ruhe, ganz relaxed. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. So wird. Ach, guckt mal, hier ist die Bank.
Moin! Der Halle der Verwahrung ist, glaube ich, da müssen wir den Text eben nicht lesen, sondern wir gucken da einfach rein. Da seht ihr mal kurz mein Equipment. Es ist viel zu viel. Ich habe viel gesammelt. Ich habe wirklich viel gesammelt. Meiner Meinung nach war alles viel zu schade zum Wegschmeißen. Wie gesagt, und egal wer es sieht, wenn ihr noch einen Platz habt in eurer Gilde oder dann können wir auch selber gerne eine kleine Gilde aufmachen. Alles kein Problem, weil ich würde das schon sehen, dass wir so einen Gildentresor mal so ein bisschen aufmachen oder so. Ne? 15.000 Reserve, ne, Reservoir Anima. Und was gibt's da? Eine Gedo. Okay, was hat das an? Eine, was, Elentium-Lieferung. Mhm. Lieferung schwerer Hornbälge für dieses Geld oder für diese Währung. Okay. Austauschspezialist, der hat nichts. Ist klar, der hat auch nichts, der hat auch nichts. Ist okay, hier können wir leider nicht raus. Die Tür ist versperrt und hier gibt es halt nochmal die Bank, ne, und so weiter und so fort. Ja. Okay. So, dann waren wir da. Dann könnten wir hier einfach weitergehen, schaut mal. Oder wir nehmen wieder den Innengang. Ich persönlich bevorzuge den Innengang, weil da können wir wieder unser Mount benutzen. Und dann reiten wir hier halt mal ein bisschen so mit dem fossilen Raptor durch die Gegend. Geht auch mal, ist auch mal schön. So, was hätten wir denn? Das ist doch eine Schmiede, oder? Das ist die Halle der Formen. Jawohl, hier können wir unsere Waffen bauen, Ausrüstung. Ah, schmieden. Wie kann ich helfen? Was ist hier verfügbar? Wir haben hier eine Kunstwerkerhalle gegründet, zu eurem Vorteil natürlich. Ne, unsere Mitglieder haben die verschiedenen Berufe gemeistert, auf die euer Volk so viel Wert legt. Guck mal, das ist ein sogenannter Schmiedekunstlehrer. Was macht der? Schmiedekunst der Schattenlande. Wir gehen rein. Das nehmen wir uns in jedem Falle mit. Braucht man mal ein paar Punkte. Zeremonielle Armschützer. Hm, Gegenstandsstufe 100. Was haben wir hier? Oh, okay, alles klar. Es ist okay. Poröser Gewichtsstein. Der ist vielleicht schon mal ein bisschen besser. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Dann müssen wir, glaube ich, in die Berufe reinschauen. Und da gibt es hier hinten, ne, diese Buttons. Und dann hätten wir hier die Sabatons. Und die können wir dann wahrscheinlich wieder aufrollen. Also da gibt es dann bestimmt wieder ein oder zwei verschiedene oder drei verschiedene Qualitätsstufen. Hier gibt es mit einmal zwei Punkte. Okay, hier gibt es Erz, ne? Destriterz. Okay, zeremonieller Fetzer. Das ist mal ein, okay, ein Dolch mit 8,9 DPS. Was ist denn das? Zufallswert 1 und Zufallswert 2. Und hier gibt es diese Gewichtssteine, ne? Balanciert eure stumpfe Waffe aus und erhöht so eine Stunde lang die Angriffskraft um 16. Oder halt den porösen Wetzstein. Schärft eure Klingenwaffe. Wir haben ein Schwert. Das heißt, wir haben eine Klingenwaffe. Wir haben keinen Kolben, sondern wir haben ein Schwert. Das ist also Klingenwaffe. Bitte merken. Haben wir hier nicht... Jawohl, der Bergbaulehrer noch am Start. Das nehmen wir gleich mit. Na, da können wir hier ein paar... Wenn wir mal draußen irgendwelche Erze oder so finden, können wir da auch gleich dran rumwerkeln. Okay, dann laufen wir mal mittendrin durch. Weil wir haben ja noch hier das Special Movement. Und dann wären wir schon wieder da. Wir haben es geschafft. Wir haben einmal komplett die große Stadt Oribos kennengelernt. Das heißt, beim Eingang... Nicht östlich, dass wir hier reinlaufen, sondern westlich. Und da sind wir hier in den Hallen der Formen. Ne? Danach ist die Hallen der Verwahrung, die Bank und hier unten Hallen der Kuriositäten. Da allen möglichen anderen Krimskrams. Gut, wir haben es gefunden. Und jetzt? Wie kann ich euch helfen? Und sie den Helm zerbrach, öffnete sie den Himmel der Zitadelle. Ja, ja. Sprecht mit Talnaha, das ist die hier, die gesegnete Stimme. Vielleicht kann uns Talnaha den Weg zu ein paar Antworten weisen. Wir müssen jetzt garantiert durch, also wir müssen jetzt garantiert diese Außenbereiche müssen wir jetzt garantiert questen. Also denke ich mal. Sollte der Einfluss des Schlunds euer Reich treffen, ist die Balance zwischen Leben und Tod zerstört. Ja, ja, nur die Ruhe. Alles, was euch teuer ist, würde zunichte gemacht. Ja. Sprecht. Könnt ihr uns helfen, Antworten zu finden? Bin aus eurer Welt in die Fänge des Schlunds geraten. Ja, wir haben ein bisschen was ausgelöst, ein Ritual. Hat ihre Agenten ausgesandt, sie zu entführen. Dunkle, geflügelte Kreaturen. Ach so, die hat die Kreaturen gemeint. Ja. Und durch den zerrissenen Himmel zerrten. Ja. Die geflügelten Kyrianer der Bastion geleiten Seelen aus dem Reich der Lebenden in die Schattenlande. Okay. Aber nicht in Ketten.
Okay. Und sie sind edel. Vom Makel des Schlunds unbefleckt. In der Tat. Aber das ist der einzige Hinweis, dem der Sterbliche folgen kann. Es ist an uns, den Weg zu öffnen. Gut. Aufseher Kascher. Sterblichen zum Ring der Übertragung, benutzt unsere Anima-Reserve, um einen Weg zur Bastion zu öffnen. Okay, alles klar. Das ist wahrscheinlich das erste Questgebiet. Wir haben so wenig Anima übrig. Sicherlich sollten wir lieber... Aufseher Kascher. Mit ihrer Stimme habe ich gesprochen. Alles klar, jetzt müssen wir den wahrscheinlich... Ich werde euch begleiten. Kommt. Ich zeige euch den Weg. Na klar. Der ist wenigstens ein bisschen langsamer. Aber der kann nicht laufen, wie es aussieht, sondern der schwebt eher. Ja, ist auch eine schöne Fortbewegungsmethode, ne? Vorsehung. Ja, komm ruhig. Wo müssen wir denn hin? Ach, guck mal, da vorne leuchtet etwas. Zum Ring der Übertragung. Okay. Aber wir haben noch unverteilte Talentpunkte. Wow, 2-2. Geil. So. Ich glaube, da müssen wir hin, oder? Dieser Teleporter wird euch zum Ring der Übertragung zurückbringen. Ihr seid in Oribos willkommen. So, nu? Jetzt sind wir hier. Okay. Und was jetzt? Müssen wir wieder zurück oder wie ist das jetzt? Oder müssen wir erstmal mit dem quatschen? Ich wurde angewiesen, nee. Euch zu helfen. Nehmt die Transportplattform zum Ring der Übertragung. Haben wir. Okay, das passt. Aha. Warum müssen wir hier manche Quests zweimal machen? Öffnet das Tor zur Bastion. Uns bleibt nur wenig Anima, aber die geehrte Stimme hat eure Mission gesegnet. Also verwenden wir, was wir haben. Sehr gut. Ich bring's euch wieder, wenn ihr was findet. Eine der Seelenverbindungen als Tor zur Bastion verwenden. Diese Wege wurden lange nicht mehr benutzt. Okay. Eure Ankunft wird unerwartet sein. Auch nicht schlimm. Das kriegen wir hin. Okay, und was macht er jetzt? Ein Tor öffnen oder was ist denn der Pfadschreiber? Ach, das ist ja geil. Okay, wir können hier zu nichts fliegen. Was ist das hier? Aktivieren. Wir aktivieren es mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir haben irgendeine Brücke geöffnet. Oder irgendwas. Irgendwas haben wir geöffnet. Schaut mal. Der Vorsehung muss gefolgt werden. Boah, links eine Quest fertig, rechts eine Quest fertig. Da wieder annehmen. Reist zur Bastion und fragt nach dem Kyrianer des Schlunds. Alles klar. Ich bin bereit. Schickt mich zur Bastion. Was ist das? Das ist doch eine so eine Verbindung, oder? Mit diesen Steinen. Guckt mal. Okay. Das ist ja geil gemacht. Alter, das ist ja der absolute Clou. Passt auf, hier schwebt gleich die USS Enterprise vorbei. Passt auf. Die überholen uns gleich. Was ist denn, wenn wir jetzt hier abspringen? Ich glaube, oh, geil. Okay, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Keine Ahnung mehr. Das ist ja geil. Okay. Entdeckt das Vestibül der Ewigkeit. Mein Lieben, wir scheinen hier irgendwo angekommen zu sein. Guck mal, die Bastion. Ja, wo ist die jetzt? Ah, das ist das erste Land. Okay, wie heißen die anderen? Bastion, Maltraxus, Ardenwald, da gibt es bestimmt Spinnen.
Und hier Raven Dreth. Okay. Moin, wer bist denn du hier? Claire. Gut. Womit kann ich zu Diensten sein? Spricht mit Claire. Das sind wir doch schon. Ich heiße Claire. Es wäre mir eine Ehre, euch unser wunderschönes Reich vorzustellen. Ihr müsst doch vieles lernen, bevor eure Reise beginnen kann. Das denke ich mir. Geht voran, Claire. Na dann. Ich freue mich, euch in der Bastion willkommen zu heißen. Warum rennst du wieder so? Aber ihr gleicht keiner Seele, die ich empfehle euch da immer so einen automatisch laufen Knopf. Habe ich auch. Von früher noch. Ihr sollt die Oh, was hast denn du für ein Problem? Ihr habt ja sogar Schober angestellt. Es ist eine heilige Aufgabe, Sterbliche für ihr Urteil vor die Richterin zu bringen. Okay. Alter, was bist denn du? Das ist wieder so ein Ding. Es ist ewig her, seit wir den letzten Neuzugang hatten. Der Begrüßer wird euch mehr erzählen, sobald wir ihn aufwecken. Okay. Sag bloß, wir dürfen hier schon einige Quests machen. Ja, dann hau ich mich aber hier weg. Also das würde ich ja jetzt schon feiern. Ich hätte jetzt gedacht, dass es viel mehr noch an Content ist in diesem Oribos. Aber tatsächlich wahrscheinlich nicht, hä? Schauen wir mal. So, Claire. Gib wieder Kohle. Sammelt Anima von Zenturionen in der Nähe. Okay. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich doch. Ja, nehmt meinen Vorrat. Zenturionen teilen. Oh, das ist aber nett. Das ist lieb. Dankeschön. Gut festhalten. Kein bisschen Anima darf fallen. Achso, und wohin? Achso, der reagiert nicht. Wollen wir die anquatschen? Die Dürre hält sich hartnäckig. Wir müssen eine Lösung finden. Ach nee, den hier. Ja, das müssen wir extrahieren. Also von den Gefallenen außenrum, das müssen wir dann höchstwahrscheinlich aufladen. Hä? Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid. Dürfen wir den hier auch löschen? Na klar. 30, 40, 50, 60. Geil. Das hat sich mal richtig gelohnt. Hä? 80, 90. Passt, hä? Meine Anima. Schön. Das reicht. Wir können den Begrüßer aufwecken. Wir haben euch komplett ausgesaugt. Okay, einmal aufwecken, bitte, Freund. Anima-Reserven jetzt nominal. Initialisiere. Erfahre mehr über die Kyrianer, gerne. Ich bin hier, um all eure Ich glaube, es muss sich hier um einen Fehler handeln. Welche Welt, welches System, welche Entität, welches Reich oder welche Daseinsform hat euch hervorgebracht? Ich glaube, es muss sich um einen Fehler handeln. Ich bin nicht tot. Ich komme aus Azeroth. Seid gegrüßt, Bewohner von Azeroth. Danke. Wir haben einige Aktivitäten vorbereitet, damit ihr euch an eure neue Existenz gewöhnen könnt. Was heißt denn Existenz? Sind wir hier tatsächlich tot? Die Stationen, um mehr zu erfahren. Alles klar. Ich würde jetzt mit euch Folgendes machen. Ich muss meine Station vorbereiten. Wir sehen uns dort. Bevor wir hier in die Quests reingehen, werde ich jetzt noch mit euch Folgendes machen. Guckt mal, dort unten ist, glaube ich, wie so ein... Das sieht aus wie vielleicht ein Raumob. Raumobs sind hier ganz... Oh ja, Raumobs sind hier ganz besonders lustige Gestalten. Was wir jetzt ganz, ganz wichtig brauchen, ist unser Gottesschild, unsere Handauflegung, ja, und so weiter und so fort. Und hier ein paar so Segenssprüche mal unterbrechen und dann bin ich mal gespannt. Was hast denn du hier auf dem Herzen? Der Centurio scheint jeglicher Anima beraubt. Okay, kein Problem. Kriegt man das irgendwie wieder, das Ding? Das ist eine Schmiede. Ist okay. Ach, guck mal. Ein entleerter Anima-Kanister. Die Frage ist, wie viel Prozent müssen wir jetzt hier reinmachen? Beziehungsweise... Moment, gucken wir mal kurz rein. Ein substanzloses Anima. Es ist zu schwach, um allein genügend Energie zu liefern. Das war mal klar. Nehmen wir mal noch eins. Hier hinten stehen immer noch welche rum. Reicht es von diesen vier Dinger? Bietet ein schwachen... Ja. Und? Klappt's oder klappt's nicht? Nee. Oh, wir haben noch zwei. Wird erfüllt, wenn Heikulon 10 Stapel hat. Okay.
Das ist garantiert ein Raumhop, ich schwör's euch. Das ist hundertprozentig das ein Raumhop. Kriegen wir hier draußen noch ein paar so die Dinger? Ach, das ist ja cool. Ich weiß das gar nicht mehr. Aber egal, das gucken wir uns heute noch an. Zumindest mal den ersten Kampf. Ich glaube, das werden wir eh nicht schaffen, weil die Raumhops, die haben schon 2-3 Skills. Da haut es dann schon richtig den Banzer weg. Schauen wir einfach mal. So, und dann dürfen wir hier angreifen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir hauen die Schutzaura wieder rein. 1, 2, 3, 4, los geht's. Oh Gott. Na, das ist aber schön, dass du erwacht bist. 34. Lass den Test beginnen. Na, dann teste mal. Ihr werdet erwogen, ihr werdet gemessen. Alles klar, wir werden und wir werden. Ist okay. So wenig Schaden machen wir gar nicht, oder? Gegen den Kollegen hier. Zufriedenstellendes Resultat. Ich ergebe mich. Ergebe mich. Also, das habe ich bis jetzt, das habe ich das erste Mal geschafft. Also, da gab es wirklich, also der war schon mal viel, viel härter. Ich glaube, das hat wirklich mit dieser Ausrüstung hier zu tun. Weil so wie das aussieht, wenn man hier frisch anfängt, in den Schatten landen, habt ihr ja vor uns gesehen, wenn man hier auf Berufe geht und zum Beispiel mal die Schmiedekunst anwählt, guckt mal, dann haben wir hier Gegenstandsstufe 100. Und wir haben mittlerweile Sachen, die haben Gegenstandsstufe 150. Ich denke mal, das ist ein Add-on einfach oben drüber. Und deshalb konnten wir den hier auch relativ simpel besiegen. Ne? Funktionsfähiger Anima-Kern bringt den Anima-Kern zur Kalisthene. Alles klar. Ich weiß nicht genau wohin, aber das sehen wir. Aha, hier, guck mal. Da gibt es bestimmt dann auch irgendwas Geiles dazu. Und guck mal, wir sind schon 54, irgendwas die Hälfte. Aber wir questen hier, soweit es geht. Habe ich euch ja versprochen, das ziehen wir auf jeden Fall durch. Meine Lieben, in der nächsten Folge machen wir genau hier weiter. In der nächsten Folge schauen wir mal, was es hier so Schönes gibt. Ne? Südwestliche Station besuchen und so weiter müssen wir ja alles machen. Hier, dann haben wir hier vorne den ersten Flight Point, sage ich immer, Flugpunkt. Und dann gibt es hier schon mal die nekrotische Schneise. Das ist ein Dungeon, okay. Hier gibt es noch einen Flugpunkt, hier auch. Also ihr seht, es gibt hier schon ein paar Quest-Hubs, die wir dann ablaufen dürfen. Aber wie gesagt, das alles in der nächsten Folge. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier wieder dabei seid. Schauen wir mal, wie es nächsten Sonntag hier weitergeht. Ich stelle mich genau hier oben hin und dann setze ich mich hier auf dieses, dann setze ich mich hier neben den Begrüßer und dann warte ich auf euch und dann gehen wir in die nächste Folge nächste Woche. Ciao, ciao!